So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück bei The Elder Scrolls Online. Wir wollten in der letzten Folge nämlich hier mal runter zum Strand, aber ich war hier kurz mal hoch und ich habe hier was entdeckt. Ich habe hier nämlich eine, wie heißt das Ding? Harifyn-Falle entdeckt. Wollen wir die mal entschärfen? Ich mal gucken, was da passiert. So, wir haben die entschärft. Frag mich nicht, was das sein soll. Harifyn, ach, da ist eine Falle. Das ist so eine, ach so. Okay. Hätten wir vielleicht nicht entschärfen brauchen. Na gut. Haben wir jetzt gemacht. Wir gehen da mal runter. So, wir wollen hier mal runter. Der kreischende... Irgendwas war hier. Da ist eine Quest. Hallihallo. Ey, ihr. Wollt ihr euch etwas Gold verdienen? Och, wenn du so fragst, nicht? Auf ein Wort, Fremder. Ihr macht mir einen mutigen Eindruck. Ich hätte da was für euch. Ihr seid doch nüchtern, nicht wahr? Gut. Hättet ihr Interesse an einem Auftrag? Oh, was für eine Art... Kontrakt? Was für eine Art Auftrag? Nichts Gefährliches. Fürst Diel, mein Vater, hat eine Gruppe namens die Dolche angeheuert, um die Harpyienbedrohung zu untersuchen. Aber sie sind schon zu lange weg und ich mache mir langsam Sorgen. Wir wollen kein Blut an den Händen haben, wenn all das hier vorbei ist. Stimmt, wofür braucht ihr mich denn? Nun, ihr müsst sie für mich finden. Ihr könnt den einen Dolch mitnehmen, der es geschafft hat, zum Lager zurückzufinden. Er kann euch die Einzelheiten erklären. Ich würde ja meine Wachen schicken, aber dann könnten sie mich nicht mehr beschützen. Das versteht ihr doch sicher. Ja, klar, verstehe ich, das ist kein Problem. Ich werde sehen, was ich tun kann. So, gut, ja. Ach, da ist so einer. Bumnock. Bumnock. Na? Ihr wollt mir helfen, den Rest der Dolche zu finden? Ich bin mir nicht sicher, ob ihr das Zeug zum Dolch habt. Eure Hände sehen mir ziemlich weich und zart aus. Fast so, als hättet ihr noch nie jemanden mit euren Fäusten so richtig verdroschen. Nee, mach das cool bleiben, ja? Sagt mir nur, was hier vor sich geht. Die Dolche wurden angeworben, um Fürst Diel beim Sammeln von Materialien für seine Forschungen über Harpyien zu unterstützen. Wir holen ihm, was er braucht, und werden dafür bezahlt. Kinderleicht. Aber jetzt ist der Rest der Dolche verschwunden. Wir müssen sie finden und sicherstellen, dass unsere erste Mission auch ein Erfolg ist. Was? Das ist der erste Auftrag der Dolche? Jeder muss irgendwo mal anfangen. Selbst die Kriegergilde hatte doch eine erste Mission, oder nicht? Also spielt euch ja nicht auf. Gehen wir jetzt lieber da raus und tun das, wofür wir bezahlt werden. Lasst uns die Dolche finden und die von ihnen gesammelten Forschungsmaterialien zurückbringen. Über welche Forschungsmaterialien reden wir hier eigentlich? Harpyien, Eier, was auch immer wir zurückbringen können, damit Fürst Diel herausfinden kann, warum diese Flatterfrauen in letzter Zeit so gewalttätig sind. So, und was müssen wir machen? Wir müssen die vermissten Dolche finden. Gelwin, unseren Anführer, und die Remly-Brüder. Wir finden sie und helfen ihnen, ihre Aufträge zu Ende zu bringen. Und wo wir schon mal dabei sind, suchen wir auch gleich noch nach Faulschwinge, der Königin der Flatterfrauen. Sie ist eine bösartige Mörderin und jemand muss sich um sie kümmern. Das hört sich schon mal gar nicht so besonders kleinlich an. Königin der Flatterfrauen, oh Gottes Willen. Darf ich euch ein paar Fragen stellen? Wir sollten nicht trödeln, also macht schnell. Wer sind die Dolche? Wir sind schon ein seltsamer Haufen, so viel ist sicher. Gelwin hat jeden einzelnen von uns gefunden, wie er entweder seinen Kummer im Alkohol ertränkte oder auf den Straßen von Dolchsturz um Geld bettelte. Wir waren zu nichts mehr Nütze und so gut wie vergessen. Gelwin wollte das ändern. Na okay. Warum habt ihr euch entschlossen, eure eigene Gruppe zu gründen? Ein paar von uns haben versucht, der Stadtwache beizutreten oder bei der Kriegergilde aufgenommen zu werden. Ehrlich gesagt wollte uns keiner haben. Wir waren ihnen nicht gut genug. Also haben wir die Dolche gegründet, um ihnen zu beweisen, dass sie sich irrten. Mhm. Und wie kamen die Dolche in Kontakt mit Fürst Diel? Fürst Diels Wachen waren in der Stadt und suchten nach ein paar Mietlingen. Sie fanden uns im Rosenlöwen, wo wir gerade unsere neu begründete Partnerschaft begossen haben. Wir brauchten einen Auftrag. Fürst Diel brauchte etwas Hilfe. So einfach war das. Na, so einfach war das, wa? Habt ihr euch denn nach dem Auftrag erkundigt, bevor ihr ihn angenommen habt?
Nun, nicht wirklich. Wir sprachen gerade darüber, wie wir uns einen Auftrag suchen müssten. Und plötzlich machten uns Fürst Deals Leute ein Angebot. Das sahen wir als ein Zeichen an, dass wir das Richtige tun. Die Dolche schienen auf dem aufsteigenden Ast. Na, wundervoll. Und ihr setzt keine Waffen ein? Ich habe geschworen, jedem Gegner als Gleichgestellten gegenüberzutreten. Wenn sich ein Gegner mir mit einem Schwert stellt, dann trete ich seiner Klinge mit einer eigenen entgegen. Die Harpyen kämpfen mit Krallen. Wie könnte ich mich ihnen mit etwas anderem stellen als meinen bloßen Fäusten, mit denen mich die Natur ausgestattet hat? Ja, aber ihre Krallen sind messerscharf. Scharf und elegant. Sie tragen keine Waffen. Also werde ich das auch nicht tun. Ich werde sie unbewaffnet angehen. Fäuste gegen Krallen. Und ich werde es voller Ehre tun. Na, wenn du dich da mal nicht vertust, mein Freund. Wenn das mal nicht in die Büchse geht. So. Gut, dann haben wir den Knecht mit. Dann werden wir hier oben mal hochlaufen. Und die. Das sind sie nämlich. Sucht eine Spur dafür. Das sollen wir auf jeden Fall machen. Oder da gehen wir. Da gehe ich mal von aus, dass wir das machen sollen. Das werden wir machen. So, da sind wir schon die erste. Wir mal ausblitzen. Ups, ich muss mich auch umdrehen. So, was hast du dabei? Rohlederfetzen. Können wir gut in Gold umwandeln? Da ist noch jemand. Hallo, mein Fräulein. Zack und fertig. So, wir müssen erstmal hier hoch. Wen haben wir da denn? Ach, da ist noch jemand. Hallöchen, ihr habt ja gesehen. So, die ist auch fertig. Die nächste. So, erstmal. So, zack. Rohlederfetzen nehmen wir natürlich mit. Wir müssen hier weiter rauf. Da ist noch eine Falle. Müssen wir die entschärfen oder was? Das waren diese Fallengeschichte da. Ach nee, die haben wir doch schon. Komm, noch einmal mehr. So. Auch fertig. Die wollen wir entschärfen hier. Ich glaube, das ist doof für uns, wenn wir da reinrennen. Da ist noch jemand, da unten. Britzel. So, jetzt kriegt sie noch was. Von der Breitseite. Zack. So. Herrlich, wie das so klappt, wie das funktioniert. Da sind zwei Stück. Achso, da sind wir hier. Aha. Ich mach erstmal hier oben. Da oben ist eine Scherbe. Hoffentlich kriegen wir die. Zack. Britzel, Feierabend. So, und dann schärfen hier. So, und hier vorne ist nämlich was angepickt. Untersuchen. Dieses Blut hier wurde erst vor kurzem vergossen. Aha. Seid auf der Hut. Was auch immer das getan hat, könnte uns beobachten. Irgendwas Großes auf jeden Fall. So, bitteschön. Weggesprengt. Oh, schade. Können wir nicht mitnehmen. Mist, wir haben keinen Platz mehr. Ach, natürlich hätte ich hätte ja meinen Krams mal leer machen sollen, nicht? Wäre natürlich... da ist noch jemand. Verdorbenes Fell. Oh nein, das verdorbene Fell. Das wäre doch schon mal nicht schlecht. Was haben wir im Inventar? Mal kurz reinschauen hier. Was wäre so für Mülleimer gedacht? So ziemlich. Das ist was für... Können wir was draußen machen? Was haben wir denn noch hier? Verbrauchsgüter, Materialien, Verschiedenes. Dietriche. Ah, die sollen wir wieder belassen. Dietriche wollen wir nicht. Haben wir was wir wegschmeißen können? Da. Den Rocken, der kann weg. Und was noch? Der Weizen kann auch weg. So. Das kann weg. Und Sternmetall kann auch weg. Ups. Platz. Erstmal ein bisschen Platz. Wir wollen nämlich das mitnehmen hier. So.
Warte, hier drüben war noch eine mehr, die wollen wir auch mit haben. Das verdorbene Fell. Da kriegen wir nämlich Kohle für. Bist du denn feiner? Du brennst. Okay, weiter geht's. Wir müssen hier hoch. Wie in aller acht Namen sollen wir eine fliegende Harpyie denn bitte mit einer Falle am Boden fangen? Ihr seid ein Idiot. Aber das wisst ihr ja schon, nicht wahr? Ihr wisst, wie ich es hasse, wenn ihr mich anschreit, Bruder. Was? Jetzt beruhigt euch und helft mir, es hinzubekommen, dass eine Harpyie einen Draht auf dem Boden auslöst. Sieht aus, als hätten wir die Remly-Brüder gefunden. Jetzt erkenne ich das Problem. So, hier auf jeden Fall eine Scherbe, eine Himmelscherbe. Die nehmen wir doch mit. Die haben wir eingesagt. Ja. Er hat eine Quest für uns. Ach gut, die fragen wir mal nach hier. Wenn wir schon dabei sind. Schickt Fürst Deal euch? Nun, es gibt nichts Neues zu melden, außer dass mein Bruder ein Trottel ist. Amel hat Dutzende von Fallen gelegt, bevor ihm etwas aufgefallen ist. Harpyien können fliegen. Jetzt versuchen wir, die Lage noch irgendwie zu retten. Was macht ihr da? Wir versuchen, einige dieser Kreaturen zu fangen. Fürst Deal möchte die Harpyien beobachten und herausfinden, ob sie irgendein seltsames Verhalten an den Tag legen, das ihre jüngsten Gewalttaten erklären könnte. Doch wie ihr sehen könnt, arbeiten wir immer noch an unseren Fallen. Na, sind alle eure Fallen am Boden ausgelegt? Wir haben auch ein paar Wurfschlingen. Das einzige Problem ist nur, dass die verdammten Harpyien zu stark sind. Man muss sie vorher schwächen, bevor man sie mit den Wurfschlingen erwischen kann. Ich mag ein Schwert haben, aber ich bin kein Kämpfer. Es ist zu gefährlich für mich, mich ihnen zu nähern. Schisser. Absoluter Schisser, wa? Sowas nennt sich. Gib mir die Wurfschlingen. Wie viele Harpyien braucht ihr denn? Fürst Deal sagte, wir bräuchten nur ein paar. Also vier, würde ich sagen. Ja, vier Harpyien sollten genügen. Wenn das klappt, dann erzählt seiner Durchlauch bitte, dass wir euch die Fallen gegeben haben, ja? Ja, das werde ich machen. Und auch so anderes mehr. Schisser, Freunde, hallo. So, wir müssen. Wir müssen wieder zurück, oder was? Da sind wir schon gewesen. Mhm. Da war ein Pühl, da ist eine. Komm mal, der, hallo Fräulein. Komm mal her. Ich habe hier was für dich. Das hin, dass ich sie ein bisschen betäube und dann. Wurfschlinge. Jo, gefangen. So, die haben wir im Sack. Eine haben wir. Vier Stück sollen wir davon haben. Und dann müssen wir bestimmt wieder zurückrennen. Also nehmen wir die hier, die wir um die Ecke haben. Pass mal auf. Kriegen wir das hin? Ihr solltet nicht da durchrennen, ihr Volltrottel. Zack, am Boden festgekettelt. So, Nummer 2. Und da schon die Nummer 3. Komm her, Fräulein. Und auch festgemacht. Nummer 3. Und da ist die Nummer 4. Und komm her, Fräulein. Festgemacht. So. Super, das haben wir abgeschlossen. Oh, was sollen wir jetzt? Also hier sollen wir nichts. Okay. Gut, wir sollen wohin? Darunter? Die wollen wir jetzt nicht entschärfen. Das bringt ja für uns nichts. Wir müssen wohin? Wir müssen da runter oder was? Wie kommen wir denn da runter? So als Idee. Gehen wir hier den Berg rauf. Hier ist doch irgendwas. Warte mal auf. Eine faule Schöne, ne? Komm schon, mach jetzt. Mach. Die ist ziemlich hartnäckig, muss ich sagen. Ist das was Größeres? Das ist was Größeres auf jeden Fall. Okay. Komm jetzt, mach dich weg. Wo die da fetzen. Na, mein Aponarch, bewegen kannst dich nicht, ne? Und er zerfällt. Feierabend. Okay, na gut. So. Die haben wir erledigt. Jetzt müssen wir runter. Und wo müssen wir denn hin jetzt?
Erstmal wieder hier runter. So, und zwar diese Richtung und zurück. Kurz auf die Karte lauern. Wir müssen... Gewinnt Galvin? Oder findet Galvin? Gut, da müssen wir hin. Und denn? Wo sollen wir denn die ganzen restlichen Sachen abliefern? Nicht so weit raus. Nicht so weit raus. Hm. Halt! Ich das Gefühl, da ist doch jemand böse mit uns. So, komm. So. Die Rohlederfetzen nehmen wir mit. Und auf geht's. Da ist die nächste. Schwuppsi, können wir das nochmal hin? Du bitte, geht mir. Kriegen wir das hin? Ach, wir benötigen Leben. Ach, wir haben keinen Lebensstein. Wie doof ist denn sowas? Na gut, okay. Machen wir mal auf den Weg dahin. Wie kommen wir denn dahin? Kommen wir denn irgendwie. Das sind überall die Viecher hier. Lassen wir hier mal zurück. So, nochmal. Weil es so schön war. Rohle der Fetzen haben wir mitgenommen. Sehr schön. Ach, da ist noch jemand. Mensch, die wollen wir doch gleich mal. Dann brauchen wir den Seelenstein gar nicht, weil wir haben gar keine Seelensteine. Worauf warten wir noch? Ja, Mensch, ich wollte gar nicht mit dir reden. So, das haben wir auch mitgenommen. Und ich befürchte fast, dass wir... da ist doch wieder was. Was ist hier unten, ne? Was ist da denn? Ach, nur ein Schädel. Knochenhaufen. Na, die werden wir mal ausknipsen. So. Ich habe die verkehrte Zaubergeschichte hier in Gange, sehe ich gerade. Das muss ich dann nochmal ändern, Mensch. Das ist ja jetzt doof. Nochmal mehr. Komm her. Ritzel, Feierabend. Sowas ist dabei. Oh, die der Fetzen nehmen wir mit. Ist da noch mehr? Keine Tasche, kein gar nichts. Nichts. Gar nichts. So, wir müssen darüber. Wo ist denn das? Warte mal, da ist noch ein. Vielleicht kriegen wir das Teil, das Steinchen hier mit. Den Runenstein nehmen wir mit. Wenn wir schon da sind, dann nehmen wir den auch mit. Alles nehmen. Können wir nicht mitnehmen? Drei Stück? Wieso habt ihr das? Ach, wir haben hier drei verschiedene. Ach so. Was haben wir denn an Sachen, die wir nicht brauchen? Rüstungstechnisch. Wir müssen unbedingt in die Stadt. Wir müssen unbedingt in die Stadt und den Kram loswerden hier. So, kommen wir denn wieder hoch? Ich glaube, hier kommen wir nicht hoch, wa? Ne, sieht nicht danach aus. Wir müssen andersrum. Okay, ich sehe mal, die Zeit ist schon wieder rum, Freunde. Die Zeit ist schon wieder rum. Ich sag mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir werden da in der nächsten Folge auf jeden Fall mal hochlaufen. Den Weg da hoch irgendwie finden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier bei den Flatterviechern ein bisschen aufräumen. Bis dahin. Ciao, ciao.